Alles neu in der neuen Volkspartei? Auch bei der jungen ÖVP hat sich einiges getan. Wir begleiten heute den designierten Bundesobmann der jungen ÖVP in seinem Alltag. Dein Vorgänger war Sebastian Kurz. Wie groß ist jetzt der Druck als der Nachfolger? Also ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass der Sebastian Kurz bei uns, vor allem in der jungen ÖVP, eine schillernde Figur ist. Aus gutem Grund. Ich habe ja seinen Werdegang in der jungen ÖVP miterlebt. Ich kann mich erinnern, beim Bundestag der jungen ÖVP in Linz, als er zum zweiten Mal 100% gemacht hat, habe ich zu ihm gesagt, Sebastian, du, der dir mal nachfolgt als Bundesobmann, ist eigentlich ein ziemlich armer Hund. Damals habe ich noch nicht geahnt, dass ich der Glückliche sein werde. Aber es ist natürlich, es ist eine große Herausforderung, aber in erster Linie eine große Freude natürlich, wenn man sehr, sehr stark getragen wird von der Organisation. Die Stimmung ist super und ja, wir haben ein gemeinsames Ziel, für das wir kämpfen, und da merkt man die Geschlossenheit der jungen ÖVP. Was war deine bisher größte Herausforderung in der jungen ÖVP? Ich glaube, die erste gemeinsame Herausforderung in der jungen ÖVP, vor allem in Wien, war sicher die 24-Stunden-U-Bahn. Das war damals unsere große Herausforderung, weil wir gemerkt haben, das ist ein Riesenthema für die jungen Menschen. Sie wollen am Wochenende durchfahren mit der U-Bahn, so wie es damals auch in anderen europäischen Hauptstädten der Fall war. Und in Wien war es nicht der Fall und wir haben uns dafür ausgesprochen. Und es war aber angesichts der Mehrheitsverhältnisse, Rot-Grün, ja, und ein roter, sehr mächtiger Bürgermeister, war das nahezu aussichtslos, würde ich jetzt einmal sagen. Aber Gott sei Dank, durch den entsprechenden Druck und eine coole Kampagne, die wir damals gemacht haben, ist es dann umgesetzt worden. Beziehungsweise hat der Häupl das dann zur Volksbefragung gestellt und die Leute haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Das war sicher eine große Herausforderung und am Ende des Tages ein ziemlich cooler Erfolg für uns als junge ÖVP. Also was den Stefan als Chef ganz besonders auszeichnet, ist, dass man ihm ansieht, dass Politik wirklich seine Leidenschaft ist. Also man merkt einfach bei ihm, bei jedem Thema, bei jeder Sache, die wir im Büro angehen, dass er immer mit unglaublich viel Elan und Herzblut dabei ist. Was sind für dich die wichtigsten politischen Themen, die du in nächster Zeit angehen willst, um die du dich kümmern willst? Ich glaube, das dringendste Thema im Wahlkampf oder die dringendsten Themen sind mit Sicherheit junges Arbeiten und junges Wohnen. Junges Arbeiten, vor allem was die Lehrlinge betrifft. Wir sagen immer, die Lehrlinge sind unsere Facharbeiter der Zukunft, sind keine billigen Hilfskräfte, sondern wirklich die Facharbeiter, die wir vor allem in Zeiten der Digitalisierung dringend benötigen. Das heißt, wir müssen alles tun, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Jungen eine Lehre machen und dann in weiterer Folge sich ausbilden. Und das Zweite ist junges Wohnen. Wir beobachten, vor allem in Wien, in Salzburg, in meiner Heimat, ist das einfach ein Riesenthema, dass die Jungen sich die Mieten nicht mehr leisten können, geschweige denn sich Eigentum aufzubauen. Und da sind wir als junge ÖVP gefordert. Wir sind vielleicht nicht die immer groß draußen demonstrieren für den Weltfrieden, ja, aber wir wollen wirklich konkrete Veränderungen im Leben der jungen Menschen, vor allem bei den großen Problemen, die sie beschäftigen, wollen wir Lösungen anbieten. Heute haben wir die berufliche Seite von Stefan Schnell kennengelernt. Ich freue mich schon auf nächste Woche, weil da sehen wir die private Seite von ihm.